kann man nicht angehen. Nee, hier steht nichts drauf. Dann ist das, nehmen wir die beiden nicht. Die beiden nicht. Ja, morgen am 15. Mai 2012 um ungefähr 20 nach 10 haben wir dann uns langsam alle fürs Anrudern fertig gemacht, tragen uns ein und gehen dann einfach mal aufs Wasser. Mein Name ist Jonas Mörke und ich stelle gerade das Boot mit meinen Freunden ein, damit wir beim Rudern die richtige Position haben. Wir haben gar keine Treppe. Und was sagt uns das? Damit können wir eigentlich nicht rudern. Mein Name ist Margret Schulz-Heidmann. Heute ist der 15. April 2012 und es findet das traditionelle Anrudern der gesamten Kieler Rudervereine statt. Mein Name ist Martin Neier, ich bin der Protektor von der Käthe-Kollwitz-Ruderriege. Wir haben hier ein Boot vom EK, das haben wir letztes Jahr käuflich erworben und werden es heute mit brandneuen Skulls Testrudern zum offiziellen Anrudern der Kieler Rudervereine. Mein Name ist Eckhard Alz, wir sind vom Neptun, das ist ein Schülerruderverein von der Hebbeschule. Und ja, wir sind heute mit zwei Booten unterwegs und bei nicht so ganz tollem Wetter, aber heute ist Anrudern und kann losgehen, würde ich sagen. Elias, komm mal ran hier, wir wollen rudern! Mein Name ist Janis Davids, ich bin vom KGRV Taifun und wir rudern heute mit einem Riemen Vierer zum Anrudern raus, am Sonntag. Bei scheiß Wetter. Hallo, ich bin Freya Johansen, ich bin 13 Jahre alt und ich ruder, weil ich eine Wasserratte bin und weil mir das einfach Spaß macht. Ja. Mein Name ist Florian Kleinicke. Ich bin Trainer im EKRC. Meine Aufgaben besteht es darin, die Breitensportabteilung mit zwei weiteren Trainern zu leiten. Also die Breitensportabteilung der Jugendabteilung. Ich bin schon seit 8-9 Jahren im Verein und deswegen habe ich mich entschieden, auch Rudertrainer zu werden. Als Trainer ist man natürlich Aufpasser dafür, dass der Trainingsbetrieb ordnungsgemäß abläuft. Aber man muss ja auch versuchen, die Jugendlichen zu motivieren und dafür sorgen, dass sie ihr Bestes aus ihnen rausholen. Ich bin vor 8 Jahren zum ersten Kieler Ruderclub gekommen, weil ich eine Sportart gesucht habe, die wo es nicht so viele Gräserpollen und sowas gibt. Und da war eine Wassersport ideal. Ich habe mich dann für einen Ruderclub entschieden. Es macht viel Spaß, sowohl zu trainieren als auch Leuten Tipps zu geben, was sie besser machen können. Mal gucken, ob wir unter der Brücke durchkommen. Was war das denn? Die haben mir Schokolade runtergeworfen. Hat ihr das Boot bekommen? Ja, hier liegen die ganzen Boote von allen Kieler Rudervereinen, also den beiden großen Rudervereinen Germania Kiel und dem ersten Kieler Ruderclub und den ganzen Schülerrudervereinen. Und wir feiern hier das gemeinschaftliche Anrudern. Ich bin der Vorsitzende des Ruderverbandes, Reinhard Grad, auch noch ein paar Worte zu euch sprechen. Liebe Ruderfamilie Kiel, heute findet in ganz Schleswig-Holstein der Aktionstag Schleswig-Holstein rudert statt. Eine Gemeinschaftsveranstaltung aller Ruderinnen und Ruderer Schleswig-Holsteins. Wir sind eine Mannschaftssportart und demonstrieren das damit auch vorbildlich. Und da es ein bisschen kalt ist, halte ich mich jetzt kurz. Ich werde jetzt die Saison eröffnen. Auf den deutschen Rudersport und die Kieler Rudervereine ein dreifaches Hip Hip! Hip Hip! Hip Hip! Riemen und Dollenbruch 2012! Also der erste Kieler Ruderclub aufgrund seines 150-jährigen Jubiläums wird heute das Anrudern landesweit eröffnen und zum Tag des Rudersports alle Vereine in Schleswig-Holstein begrüßen wollen und zum Tag des offenen
Bootshauses einladen. Dazu haben sich in Kiel, in der Hörn, alle Kieler Rudervereine versammelt mit über 40 Booten. Trotz des widrigen Wetters haben sich hier in der Hörn eingefunden. Ja, hier sehen wir drei jugendliche Mitglieder vom EKRC. Alle schön gleichmäßig, einen gleichen Schlag, gehen gleichzeitig ins Wasser. Und von da hinten kommt ein Förderdampfer. Hier, da hinten ist ein Förderdampfer. Hier ist der Förderdampfer, der ist jetzt, hat die ganzen Ruderboote umschifft. Die Welle, die ist relativ groß. Also es ist so die größte Welle, die man im regelmäßigen Ruderbetrieb hat. Die nervt manchmal ein bisschen. Aber man kommt ganz gut durch. Ja, hier sind vier Juniorinnen vom EKRC. Ja. Ja. Kiel hat einige Schülerrudervereine und das ist jetzt einer davon. Genau. Ja. Das ist der Akademische Ruderclub. Ja. Das ist ein Boot von Germania Kiel, dem anderen großen Ruderverein von Kiel. Ja. Auch sehr nette Leute, wie alle Ruderer. Ja. Sehr schön. Schönes Bild. Ja, ich hatte wieder im Hintergrund. Lass uns Achter austreiben, das ist schön so. Lass uns Achter austreiben. Wo ist das hier glitschig? Ja, das ist großer auch. Das ist ja auch eine komplizierte Bewegung. Ja.